Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu einer Serie, die ich angefangen habe zu schauen aktuell. Ich bin gerade Staffel 2 angekommen. Die Serie gefällt mir sehr gut. Und zwar Once Upon a Time. Es ist von Disney. Auf Disney Channel läuft die Serie. Es ist mit Märchen, aber nicht Disney-Märchen direkt, sondern so eine Story von halt Märchen. Wir kennen ja alle Märchen irgendwie. Schneewittchen und sieben Zwerge. Dann gibt es ja noch Cinderella oder Aschenputtel. Dann gibt es ja noch Dornröschen, Peter Pan. Was gibt es noch? Alice im Wunderland natürlich. Mulan ist auch ein Märchen indirekt, kommt da auch vor. Was gibt es noch Schönes? Ich überlege gerade so märchenmäßiges, überlege so von den Charakteren, die vorgekommen sind. Was noch bekannt ist, Rotkäppchen und der böse Wolf. Also in der Serie, die ist einfach nur genial, finde ich. Es fängt an in Märchenwelt. Das ist so, dass irgendwie die böse Königin wieder da aufgetaucht ist von Schneewittchen. Und die hat einen Fluch gemacht, dass halt irgendwie, weil die besiegt worden ist, nicht am Ende so gesehen, und ich spoil jetzt nicht, so Kurzfassung von der Story her, dass die einen Fluch gemacht hat, dass alle da von den Zauber-Märchenland da in die Gegenwart reisen, in einer Stadt, und dann alles vergessen haben, was die vorher gewesen sind. Und das Kind von Schneewittchen und Prinz Charming, Snow White heißt die in der Serie, nicht Film, in der Serie heißt die, dass das Kind von denen, die später retten wird, 28 Jahre später. Und das ist die Story, und die Serie läuft auch parallel. Also kann man Gegenwart und Vergangenheit sehen. Das ist interessant gemacht, finde ich. Ich spoilere jetzt nicht so gesehen, aber es kommen sehr viele coole Charakter darin vor. Und mein Liebling ist davon Rumpelstilzchen. Ich weiß, Rumpelstilzchen ist so, denkt man ja erstmal so, ein kleiner giftiger Zwerg, der da rumläuft und böse ist. Nein, ist für mich persönlich jetzt in der Serie, die ich gesehen habe, die coolste Rolle im ganzen Film. Also ich mag den total, der ist so cool ist der. Und wie gesagt, es ist schwer, nicht zu spoilern bei der Serie. Wie gesagt, Disney Plus, die Serie ist genial, finde ich. Da kommt sogar schon das Biest vor. Wer das Biest ist, sage ich jetzt auch mal nicht. Da kommt auch Rotkäppchen vor. Rotkäppchen, eine Story, aber eine gruselige Story, richtig. Ich sage nicht, was es ist. Das ist ein Spoiler gewesen. Da würde ich sagen, mal so, die Serie, wenn ihr guckt, die Serie, die Märchen ein bisschen kennt, die ganze Storys und so. Mulan kommt auch vor. Mulan kann ich sagen, Mulan kommt vor. Da kommt auch viele vor. Da kommt die böse Königin natürlich vor. Den Apfel wissen wir ja alle irgendwie. Rumpelstilzchen kommt da vor. Prinz Charming. Dann Cinderella, der Mann von der. Da kommt dann Röschen vor. Da kommen echt viele vor. Kann ich sagen, weil da vorkommt ein bisschen soweit. Und mein Liebling natürlich, also ich mag so gesehen, also meine Lieblingscharaktere in der Serie sind natürlich Captain Hook, den mag ich total gerne. Lieblingscharakter natürlich Nummer 1, natürlich Rumpelstilzchen, wie gesagt, Rumpelstilzchen ist der Nummer 1 unangefochten, coolste Charakter. Ein bisschen Joker-mäßig ist er drauf, ein bisschen dann Joker-mäßig in Leid, kann man sagen, weil der ist nicht böse, sondern immer Verträge machen. Also ich finde ihn total cool, finde ich den. Der ist echt unterhaltsam, finde ich. Also der hat mehr Charme und Ausstrahlung als ein Bösewicht wie der Pinguin oder der komische Riddler da von den, wie hieß er nochmal, der komische Patterson-Batman. Nein, das geht gar nicht. Die Serie ist echt genial, finde ich. Und vor allem, wo Captain Hook ist davor gekommen, Verrückte Hutmacher kommt davor. Bei der Herzkönig Überraschung überlebt, eine böse Überraschung, finde ich. Also, wie gesagt, die Serie ist sehr gut. Ich bin gerade Staffel 2. Es ist sehr unterhaltsam, sehr spannend. Man wird ab und zu Vergangenheit eingeblendet, da wird die Story irgendwie. Die Story, die wir kennen von den Märchen her, ein bisschen anders erzählt, aber auch fortgesetzt. Ist das so gesehen, das Märchen, wenn sie gestorben sind, bis heute, aber da geht es noch ein bisschen weiter, was danach passiert, wie es da gekommen ist. Also so gesehen, da kann man sagen, das Märchen von früher, die Märchen sind besser ausgeschnitten. Also die ganzen Hintergrundstories, was passiert ist und so. Die sieben Zwerge, das war vielleicht mal mehr Zwerge früher mal gewesen, da könnte sein, so gesehen. Und ich mag auch, weiß noch mehr, Grumpy mag ich total. Grumpy ist ein cooler Zwerg, den mag ich toll. Da kam ich damals auch vor bei Seinfeld vor, der mal Stress gehabt mit George damals. Also da kommen echt super Charaktere vor. Ist es echt schwer. Also der Hauptcharakter ist ja, kann ich ja sagen, ist ja kein Spoiler so gesehen. Der Hauptcharaktere ist Emma, das ist das Kind von Snow White und Prinz Charming. Ich persönlich finde die nicht so sympathisch. Die ist ein bisschen so, spießig, grimmig und so. Ich finde die nicht so ganz toll. Ich habe andere Charaktere, die ich gut finde. Das ist ja so eine Spaßbremse, kann man sagen. Spaßbremse hoch 3. Aber nicht spoilern, also die Story ist sehr interessant, finde ich. Und das ist echt gut erzählt, weil so, wenn es ein bisschen ungewöhnlich die Serie zu gucken, weil immer so, das ist ab und zu so ein bisschen so. Dann sieht man halt die Vergangenheit in dem Märchenland, hat die da die Gegenwart mit dem Fluch, wo die da leben, alles vergessen, was sie sind und so, wie der aufgehoben wird. Das ist sehr interessant, finde ich. Und vor allem, ich überlege gerade noch, was ich sagen wollte jetzt mit diesen Märchen-Dings, dass die Story dann weiter erzählt wird, was passiert ist. Man denkt immer so, das und das war's, aber die machen aber so Zeitsprünge, was vorher war, dann noch weiter zurück, dann noch weiter vor. Das ist sehr, sehr interessant, finde ich. Es kommt sogar
Aladdin nicht, aber es kommt die Wunderlampe vor. Genie kommt auch vor. Genie ist ein bekannter Schauspieler zum Beispiel, den mag ich. Das ist der von Breaking Bad. Wie hieß er nochmal? Wie hieß er nochmal der Böse? Gustavo kommt davor. Ein guter Schauspieler. Der Kant an den Augen. Ein guter Schauspieler. Das ist auch top, finde ich. Ist auch cool. Coole Charaktere, finde ich. Hook ist natürlich cool. Hook ist ein bisschen gewöhnungsdürftig, ein bisschen so. Er hat nicht den typischen Bart und so, wie wir ihn kennen bei Peter Pan, aber er ist halt Hook, aber sehr sympathisch. Also cooler Pirat, kann man sagen. Und was ich noch cool finde, wie gesagt, der Hutmacher ist auch sympathisch. Der kommt, nicht kein Spoiler, ne, würde sagen, wo der rüberkommt ein bisschen. Der kommt so ein bisschen psychomäßig, so ein psychopathenmäßig rüber, irgendwie voll so ein Psycho, der da Frauen führt und fesselt und so. Das kommt voll gruselig rüber. Also teilweise wäre auch gruselig, finde ich. Also die ist echt spannend. Also das ist so ein Cliffhanger, jedes Mal weitergucken und so. Da sind so viele Sachen drin. Also von mir 12 von 10 Sternen. Die Serie ist super, wie ich dachte. Ich bin gerade Staffel 2 gerade. Da gibt es noch einen Ableger davon. Das ist dann Alice im Wunderland. Gibt es eine Staffel von, aber ich habe, man sollte die Serie dann gucken, habe ich gehört. Erstmal Staffel 3 zu Ende gucken. Dann vor Staffel 4 sollte man Alice im Wunderland gucken. Das ist irgendwie zeitparallel zu Staffel 3, nach Staffel 3 spielt. Also vor Staffel 4 sollte man Alice im Wunderland gucken. Das ist auch bei Disney beide Serien. Das ist meine Empfehlung für die Serie. Ich finde die echt gut. Wie gesagt, gute Masken, auch gute Effekte. Alles super gemacht. Ein bisschen gewöhnungsdürftig, finde ich irgendwie. Und man wird immer überrascht, kann man sagen. Die Märchen kennt man zwar, aber trotzdem tausendmal überrascht, weil Sachen drin sind, die man nicht gewusst hat irgendwie. Ich sag nur, Prinz Charming hat ein großes Geheimnis, ein sehr viel großes Geheimnis irgendwie. Und ist das nicht richtig, Prinz Charming so gesehen? Also Prinz Charming ist der Freund von ihr, also von der Mann von Schneewittchen irgendwie. Und wie gesagt, da sind echt so viele Sachen drin, das ist interessant ohne Ende. Also wenn er so auf Märchen mögt, Fantasy mögt, Spannung mögt, ein bisschen Grusel mögt, würde ich sagen, das ist auch gruselig, finde ich. Also ich sag nur, Rotkäppchen, der böse Wolf, das ist gruselig. So ein richtiger Werwolf, der rumläuft, alles zerfetzt und so. Gruselig, gruselig, gruselig. Also eine Serie für Erwachsene, würde ich mal sagen. Sag ich mal, einen schönen Abend, du bist bald. Ciao.